Los. Jetzt ist los. Leon, sag an. Nicht Miraku. Crewmate. Imposter. Crewmate. Leon. Ja, hallo, tschüss. Was ist das jetzt? Alter, Tobi. Tobi, wir müssen uns muten. Vielen Dank. Echt mal, mute dich mal, Tobi, ey. Das ist ja hier ein Lärm, mal wieder. Ja, und damit herzlich willkommen zu Among Us, zusammen mit Conny, Leon, der Tanker und so weiter und so fort. Wir machen das hier heute. Wir sind insgesamt zu sechst. Cybotron hat uns gerade verlassen, denn er hat keine Lust mit XX Phoebe zu spielen, aka Timo. Tobi. Ach ja, und, ne? Ich hab's versprochen, ich begrüße heute den Leon. 1-2 Gamer HD, der hat sich nämlich beschwert, dass ich nur Conny begrüße. Ja, okay. So, damit hätte ich das auch erstmal erledigt für heute. Eine Pfirsiche. C1, C1. Zack. Oh, super. Guck mal, da ist es rausgesprungen. Ich fass es nicht. Ist schon jemand tot? Ich weiß es nicht. Oh nein, Tobi streamt auch. Der Link von ihm ist in der Videobeschreibung. Wenn ich dran denke, okay. Aber wirklich nur, wenn ich dran denke. Aber eigentlich müsste ich, glaube ich, dran denken. Muss ich noch zu den Links hinzufügen irgendwann. Oder ist jemand tot? Wieso stirbt eigentlich Tobi immer als erstes? Weil der sich muten muss. Ja, okay. Ich bin in der Cafeteria mit Moritz. Ja, das stimmt. Wo lag denn die Leiche? Dem da halt. Und ich habe unten meine Aufgabe. Da. Ja, Phoebe, sorry. Habt ihr meine Aufgabe gemacht? Unten das mit diesen Heißluftballons. Geht das Licht aus, geht da hoch zwischen den beiden Tischen, ploppt das Reportzeichen auf, gehe so ein bisschen im Kreis, hab's nicht gefunden, aber dann habe ich einfach reportet. Ja, pass auf, ist ganz einfach, weil so herauszufinden, wer es ist. Ja, wo bist du gerade? Oben bei den Lights. Aileen, wo bist du gerade? Ich bin da auch gewesen. Ich habe die Aufgaben oben gemacht. Okay, dann muss es Leon sein. Nee, also Leon war wirklich pass oben. Pass auf. Einer ist mir gerade in Determination entgegengekommen und der wird wahrscheinlich dahin gewendet sein. Ich habe erst die Aufgabe mit den Blättern gemacht und dann die Aufgabe mit dem Zahnbrot. Aber Leon hat das Licht angemacht. Ich war eben gerade mitten vorm Licht. Ja. Leon hat das Licht angemacht, aber, Conny. Aber es kam bei mir, als das Licht aus war, ein Determination-Zaun, dass da jemand reingegangen ist. Und dann ist auch jemand reingegangen. Und dann wird er wahrscheinlich dahin gewendet sein. Warte mal. Wahrscheinlich wird es dann der Tanker sein. Ich habe da nämlich gerade mein Memory gemacht. Warte mal. Wenn ich angeblich ja der Killer bin, dann hätte ich ja unten in der Cafeteria sein müssen. Dann zu Determination gehen. Ja. Und wenden. Ja, dann kannst du ja. Du kannst ja in der Cafeteria rauswenden. Ja. Und dann kannst du ja. Ja, aber Leon ist mit mir hochgelaufen. Und dann ist er, glaube ich, wieder aus dem Raum auch wieder rausgegangen. Aus dem Lichtraum. Ja, es geht ja darum, wie er reingekommen ist, weißt du? Einer ja, aber reingekommen ist er mit mir, indem wir hochgelaufen sind. Okay, dann ist es Leon nicht. Ja. Dann bist du's wahrscheinlich. Dann bin ich's wahrscheinlich. Hier habe ich noch nichts gesehen. Ich war die ganze Zeit in Determination. Mit? Alleine. Und ich als das Licht ausgegangen da ist. Conny kam rein. Als das Licht ausgegangen ist, ist da jemand reiniger. Muten. Keine Ahnung. Nö. Ich bin ein Regelbrecher. Ich mute mich nicht. Hey, ich dachte, wir hätten das Licht schon angemacht. X-Martin geht mir auf den Sack, er lädt mich da ein. So, hier haben wir Wasser auf jeden Fall. Wasser. Den entfremde ich jetzt. So, die leben da noch. Sehr schön. Wenn die beiden oben, wenn die da oben sterben, ne? Dann wissen wir, dass es Conny oder Leon sind. Conny oder Leon. Wir müssen nur Lexi dann auf unsere Seite holen, Leute. Das werden wir aber schaffen. Außerdem spielen wir heute meine Lieblingsmap, Leute. Oh, ich liebe diese Map. So, das haben wir. Und hier. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, wo ist mein Bonbon geblieben? Es war so klar, dass Leon war. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. So, hier, das machen wir mal eben hier schnell. Schnell. Schnell ist auch so relativ, würde ich sagen. Zack, sehr schön.
Und dann müssen wir noch was machen. Ah, guck mal. Leon, wo warst du gerade? Unten vor dem O2-Tel. Also rein vor. Warte, hör auf. Vor. Oben beim Reaktor. Gut, dann ist es Leon. Warte, pass auf, warte noch ganz kurz. Aileen, wo warst du? Ja, ich war nämlich bei dem Dings. Ich war erst bei meiner Aufgabe unten, weil die da, wo man so scannt wird. Jo, dann muss es, pass auf, dann und muss es Leon auf, sein. Pass auf, dann bin ich nämlich zu dem Dings gegangen und Leon stand da bei mir. Richtig. Ist die Frage, ob er dann da runter will. Nein, pass auf, ich weiß es, dass Leon sein muss. Vielleicht bin ich lost, aber Lexi war bei mir. Ich sehe zwei in Reaktor, einen in Medbay und Lexi halt war bei mir. Lexi, du hast es auch gesehen, oder? Was meinst du? Dass du da warst? In Admin. Dass zwei in Reaktor waren, einer Medbay und wir beide halt. Und Granger ist tot, Aileen hat sich scannen lassen, das glaube ich ihm jetzt mal, und der Tanker war davon Reaktor, so mit uns. Was ist denn zu mir gekommen? Wie hoch ist der Kill-Countdown? Keine Ahnung. Okay, also ich habe auch genug, denke ich. Ich bin auch bei Leon da, also immer auf die Aufnehmen. Leon hat das das erste Mal gestimmt, dass du da hingewendet bist? Nö. Nee, es hat gar keinen Sinn. Also das war alles. Das ist viel zu wenig Tasks und zu hoher Kill-Cooldown. Ich habe keine Chance gehabt. Meine Tasks, die waren auch alle. Eigentlich waren es viele, aber die waren alle nebeneinander bei mir. Da hatte ich eigentlich Glück gehabt. Zum Glück hat Moritz mir ein Fake-Alibi gegeben. Ja, beim ersten Mal sind wir nämlich zum Lichtrohrlaufen zusammen, beim zweiten Mal aber nicht. Ja. Weil ich das Licht ausgemacht habe, Tobi gekillt, bin hochgelaufen zum Licht. Mach ready hier. Ich dachte, sieht niemand, aber die Retards laufen alle am rechten Tisch lang. Tobi, du kannst dich außerdem halt wieder entmuten. Also in der Mitte. Mitten durch. Ja, komm. Aber wir sind sechs Leute. Du bist wieder feucht geworden. Ja, wir sind sechs Leute. Von was denn jetzt? Nein, ich von der Leiche. Also, Lex. Ich hab herausfinden müssen, wie diese scheiß Quest geht. Das am Automaten, oder was? Ja. Ja, das ich hab am Anfang immer von Geld. Ich hab am Anfang alles leer gekauft. Ja, ich hab auch den ganzen Automaten leer gekauft. Du musst nur das kaufen, was da abgebildet ist. Und rechts am Automaten. Als ob mein Handy, ich hab den Stream von Tobi auf, beziehungsweise nicht wirklich auf, oh, ich bin tot. Och man, da hab ich kurz nicht aufgepasst, ja, und dann sowas hier, das ist ja schon wieder belastend einfach. Belastend, ich lieg da einfach so offen herum, da ich den Ton da anhatte. Das hat mich ein bisschen genervt gerade. Nämlich eingebildet. Oh, mich hat jemand gefunden. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass Lexi ist. Weil von Anfang an zu zweit die Aufgabe gemacht haben, direkt am Anfang. Wir waren direkt in der Cafeteria. Ich war bei Tobi. Ich hab das Licht ausgemacht und der kam Tobi rein. Ja, du hast reported, also, war die Leiche. Hey, warte mal. Wo warten ihr so? Conny, wo warst denn du? Ich ja, bin. Pass auf, ich habe Download gemacht und danach bin ich nach oben gelaufen zum Licht und habe das Licht wieder angemacht. Und als ich das Fetch angemacht habe, kam Toti in mir entgegen. War irgendwer in Communications? Ich noch gar nicht. Was ist Communications? Der Booster. Conny war es, ne? Medbay war ich am Anfang. Das schon, da ich scannen lassen. Ah ja, hat das irgendwer gesehen? Nee. Moritz. Und warte, einer stand da noch. Komm, irgendwer war es noch. Irgendwer stand da vorne. Irgendwer hat mir zugeguckt. Bitte. Irgendwer von euch. Komm. Ihr wisst das doch. Einer hat da ganz kurz geguckt. Nee. Ganz sicher. Wir konnten ihn nicht. Also, jemand. Pass auf. Jemand hat sich da ganz kurz hingestellt und Moritz angeguckt. Ganz sicher. Also, die Leiche lag mitten vor Medbay. Okay. Auf dem Gang. Was Scheiße, wer war das? Scheiße. Also, keine Ahnung, die einzigen, die mir gerade irgendwie andersweise suspekt vorkommen, sind vielleicht Conny
Ich war bei Leitz. Warte, ich dachte, okay. Warte, Conny. Leon. Ja, Lexi und Schibi. Nee, und dem, ja. Und Tobi noch. Weißt du, wir haben mir noch gar nichts gesagt, da hat nur gesagt, so, yo. Für mich ist die Sache eindeutig. Ja, mich auch. Es so, muss der Tanker sein, der ich hoffe, sie haben Conny gewotet. Ja, ich skippe auch nicht, das oh ist Gott. Ja. Trash. Ja, wir skippen. Trash, einfach Trash. Nö. Skippen wir nicht. Skippen ist was für. Trash. So. So, wir machen natürlich hier die Aufgaben, ne? Heute gucke ich außerdem nebenbei die Höhle der Löwen. Ist ja auch immer sehr, sehr spannend zu wissen, was ich momentan schaue, ne? Ich habe auch heute. Ich habe gestern. Gott, wie heißt das? Glimmer Girl angefangen. Ich habe so eine random Seite gefunden, die mir. Wo. Also da kann ich draufklicken und dann zeigt er mir eine Serie an, die ich dann jetzt schauen soll. Und die hat mir dann halt Glimmer Girl ausgewählt. Ist vielleicht nicht die beste Serie, aber ich habe schon die erste Folge durch, Leute. Die werde ich jetzt auf jeden Fall die Tage dann. Ah, da. Fertig schauen. Alter Tobi, ne? Ich muss dich gleich muten. Muten. Ich weiß, du streamst, ja, aber dein Ventilator, der nervt mich. Der nervt mich sehr. So, was haben wir hier? Zack, hoch damit. Achso, da kann ich gar nichts machen. Alter, Tobi, ich mute dich jetzt. Ich mute dich jetzt und dann mute ich immer wieder. Da, Client muten. So. So, perfekt. Ich bin einfach König. Blatt. Kristall, Knochen, Fossil. Kristall. Oh, ich bin so schlau heute wieder. Ich bin echt schlau unterwegs. Ne? Oh. Entmute mal den Tobi wieder. Die Leiche lag im Gewächshaus. Also es ist Conny. Mit was? Warte, warum? Weil das Ding ist, ich habe Tobi gesehen gerade eben, wie der die gleiche Aufgabe wie ich gemacht habe mit diesem Zerschießen. Und er hätte mich so abstechen können, er ist direkt weggelaufen. Ja, pass auf, es sind zwei tot, ne? Das heißt, der Kill-Codown ist auch aktiv, so, ne? Ja, ich weiß. Ja, und den Kälte, den ich einfach neben dich gestellt habe und auf Kill-Codown gewartet habe. Ja, aber ich glaube nicht, dass er das so gemacht hat, weil, keine Ahnung, wann der Tobi jetzt so eingeschätzt, dass er dann irgendwie da bei mir geblieben wäre oder erst mit der Aufgabe gemacht hätte. Na, was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ich war im Reactor-Raum, bei Tobi auch noch, das ist das Ding. Ich habe ihn ja nochmal gesehen und der Kill-Codown konnte nicht so lang sein, also keine Ahnung. Ja. Sie sind ja beide einmal an mir vorbeigelaufen in dieser langen, komischen Schleusentür da. Das habe ich. Ja, keine Ahnung. Also das Ding, also. Ja? Also ich würde sagen. Warte. Toti, ne? Du weißt, dass. Wir waren doch im Reaktor, ne? Also. Warte, wo hast du die Leiche gefunden? Wo hast du die Leiche gefunden? Ganz oben dort rechts, in diesem Pflanzenhaus oder was das ist. Okay, dann muss es eigentlich sein. Pass auf. Ich war im Reactor-Raum, ich war vorher noch unten. Nein. Ich schwör dir auf 100 Euro, es ist Conny. Lass dich ausreden. Ich hab den Reaktor ausgemacht, weil der Meldor dran war. Danach bin ich Totin entgegengelaufen. Und der Einzige, der da nicht da war, war Aileen. Guck mal, wir waren zusammen lost an dieser Tür und wir wussten beide nicht, wie wir reinkommen. Du hast die Elektrik-Aufgabe gemacht und ich hab versucht, nur reinzukommen. Ah, so, es kann eigentlich nur Aileen sein, wenn du uns sicher bleibst. Also es liegt an Tobi. Tobi ist es deine Entscheidung. Es muss Aileen sein eigentlich. Ich sag, es ist Conny. Weil Aileen war halt nicht da und der Kill kann eigentlich nur Aileen sein. Nein, nicht zum Boot, Tobi, nein, du bist hier lost. Du bist einfach lost. Nein, jetzt gewinnt das Putin. Mann, Tobi. Digga, hör auf, so lächerlich zu sein. Tobi, wieso machst du das? 28 Sekunden, lauf weg. Perfekt. Ne? Unfassbar. Unfassbar. Lauf um den Tisch oder so. Das ist ja unfassbar. Das ist ja Trash des Todes hier wieder. Hä? Trash des Todes. Komm, ich hasse dich.
Ich hab auf dich vertraut. Digga, du bist so los, Digga. Ich call's dir sogar noch. Wir waren zusammen, Junge. Ach, Junge, ich hab's. Ne, Tobi, ey. Wie hätte ich. Tobi, bei drei Leuten auf keinen Fall skippen. Nee, das darf man machen. Vor allem nicht, wenn du kein Imposter bist. Sorry, Tim, sorry, Tobi. Ich wurde nicht gerostet von Tobi, Alter. Es war so klar, wir haben es dreimal gesehen, wir hatten gleiche Aufgaben gemacht. Voll verwirrt. Junge. Ja, aber kein Problem, kein Problem.